So, da sind wir und weiter geht es mit 7 Days to Die. Yes. Die nächste Runde steht an. Da haben wir so eine Maschinenpistole, ne? Aber nur 14 Schuss erstmal. So, wir haben natürlich wieder Hunger. Sehe ich gerade. Ziehen wir uns mal die Eier rein. Direkt hier sowas hinterher. Und was zu trinken. Da ist noch ein Futter hier, ne? 27 Minuten, ja. Wir haben jetzt immer noch die Schiene an, ne? Genau, dann haben wir noch die Punkte. Mal gesagt, ja. Leser, glücklicher Sammler. Was die alles so gibt, ne? Wir können mal einmal auf Stärke gehen. Backe ist auch nicht schlecht, ne? Hauptader, schwere Rüstung. Ja. Vom Lande eben. Okay, das ist auch, wenn man war weniger hungrig, ne? Okay. Ausdauertraining war das hier. Laufen und schießen. Offener Schlag. Okay, Intelligenz wollten wir auch eigentlich machen. Handwerkliche Eigenschaften. Schmied als Mechaniker. Bergarbeitermeister. Fertige Werkzeuge von Qualität 2. Aha, siehst du? Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Ah, hier sind die Qualitäts. Qualitäten von den Werkzeugen. Spitzhacken, Schaufeln. Okay, das alles. Aha. Fertige Knüppel. Qualität 2. Können wir schon machen. Okay. So, sollen wir das mal machen mit dem Essen? Eiserner Magen. So, das können wir schon mal machen. Ein Punkt haben wir noch. So, wir haben wieder Tag, ne? Yes. Chefkoch oder... Sollen wir mal auf Stärke gehen? Attribut Stärke. Intelligenz wollte ich ja auch noch machen, ne? Komm, weißt du was? Wir machen Intelligenz. Du bist nicht da. Du bist nicht die hellste Leuchte, aber manchmal hast du ganz gute Einfälle. Du verursachst 210% Schaden mit Kopfschützen und das. Schockstäbe und Robotikgeschütze haben eine Chance. Okay. Aber wir machen das, damit wir Fahrrad bauen, ne? Genau. Das wollen wir ja auch noch bauen. Wenn ich immer so lange hin und her latschen. So. Jetzt sind wir einigermaßen ready, meinst du? Das können wir noch hier lassen. Das brauchen wir nicht. Und eine Dose. Ja, die haben wir ja gegessen und dann bleibt eine Dose übrig, ne? Nicht schlecht. So, Knüppel können wir machen. Warte mal. Knüppel war. Da brauchen wir die Sachen.
Primitiver Bogen. Holzknüppel. Tatsache, Stufe 2. Wir laufen hier die ganze Zeit mit Stufe 1 herum. Fertigen. Genau, da tauschen wir das mal aus. Dann tun wir das hier alles wieder rein. Und den alten Knüppel tun wir auch wieder in die alte Werkzeugkiste. So, Knüppel Stufe Nummer 2. Ha, das ist cool. So, wir müssen jetzt in die Richtung. 600 mal was Meter, ne? So, wir sind ja immer noch angeschlagen. Schon am Meckern, ne? 23 Minuten, okay. Das sind echt so Echtzeitminuten, ne? Unberührt. Nehme ich mit. Die brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Können wir das mal darlegen. Da kann ich ein paar sammeln. Da müssen wir auch mal so einen Tee draus basteln, ne? Hier, daraus, glaube ich, kann man so einen Tee machen. Muss ich noch mal gucken. So, 600 Meter. Ja, ich kann jetzt noch keinen Gips machen. Was ist ja direkt am Meckern, ne? 22 Minuten. Komm, ich springe doch gar nicht. Wo ist das denn überhaupt? Da oben. Vergrabene Vorräte ist das. Wir haben eine Schaufel, ne? Ob das gut geht, ja. Ja, können wir hier alles schon mal weglooten. Ja, sehr gut. Auf zu jammern. Schaufel, Stufe 1. Aber das ist eine Eisenschaufel, ne? Sehr geil. Guck mal, wir haben eine Steinschaufel. Okay. Das nehmen wir auch alles. Diese hat sich schon wieder gelohnt, ey. Okay. Dun, 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 dun. Okay, hier ist irgendwie einfach gar nichts, ne? Außer so ein Zombie. 300 Meter noch in die Richtung, ne? Irgendwie nichts. Nichts, nichts, nichts. Nicht mal ein Vogelnest. Das ist, einfach Stein, ne? Okay. Okay, nehme ich auch mit. Das Vogelnest. Ja. Ist ja gut. Du bist ja ein ganz wilder. Ich weiß. Wir könnten ja. Hungrig, siehst du schon wieder? Ist er hungrig, echt. So, was gibt's denn heute zu essen hier? Benutzen. Und einmal so ein Tuna noch hinterher. Das ist doch herrlich. Das
sind gleich da, ne? Das ist so eine Grabemission. Ich laufe mal jetzt dahin. Es sind nur noch 40 Meter. Aber das wirst du doch jetzt schaffen. Ist er hier am Jammern, echt? So. Hier soll das sein. Oh, in diesem Gebiet soll ich jetzt graben. Okay. Ich fange mal in der Mitte an. Das kann ja was werden. Tja, das kann ja jetzt hier überall sein, ne? Ich höre die schon laufen hier. Ich höre die irgendwie schon laufen. Knüppel Nummer 2. Das ist nur einer. Komm her. So, wir müssen weiter graben. Es hilft alles nichts. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so richtig sind. Irgendwann mal wurde ja der Kreis auch irgendwie kleiner oder enger. Das ist nicht mehr Ausdauer. Jetzt habe ich meinen Kaffee zu Hause gelassen, ne? Ich hab da was gefunden. Du nährst dich dem Schatz? Hä? Okay, gehen wir mal in diese Richtung, oder was? Okay. Überall sein hier, ne? Komm schon jetzt gar nicht mehr raus. Er hat auch noch das kaputte Bein, ne? So tief war das doch nie, oder? Das war doch nie so tief. Du bist hungrig. Warte mal, ich baue mal. Was? Was war das denn jetzt? Warte, warte.
Hat er sich jetzt hier verbaut, oder was? Wieso kommt er jetzt nicht auf den Rahmen? Ah, nee. Weil er jetzt noch was mit dem Fuß hat, oder was? Viel zu tief hier, kann nicht sein. Der kommt jetzt nicht auf dieses Stück drauf. Ich komme ja nicht mehr raus. Das ist nicht mehr Ausdauer. Okay, jetzt komme ich irgendwie näher, meint er? Kannst du mal bitte jetzt... So, guck mal, wo der Kreis ist, oder was? Na gut, dann machen wir weiter. Diesmal hier irgendwo. Gibt alles gut Leben, ne? Okay. Keine Ausdauer mehr. Schatz. Jetzt wird er wieder da rein, man kann er nicht mal raus, ne? Das ist meiner. So, hier oder was? Überall sein. Gegenstand muss repariert werden. Wir haben ja noch so ein Reparaturkit, ne? Kannst ja machen. Reparieren. Das letzte, was wir noch zu essen haben. Ach nee. Was? Jetzt wird der Kreis noch kleiner. In diese Richtung dann, ne? Tja,
manchmal dauert es halt, ne? Hier ist kein Schatz. Hier ist kein Schatz vergraben. Was sagt denn die Markierung? Da unten weiter, ne? Blöde Schatz, ey. Hoffentlich lohnt sich das auch. Hat er jetzt was gemacht? Habt ihr fast komplett durch jetzt. Immer noch. Was in diesem Bereich hier? Da unten ist der Schatz, ne? Ah. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Wenn ich den nehme, dann kommen direkt bestimmt so eine Horde, ne? Alter, das war ja so eine Aktion jetzt hier. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Ja, Essen und Trinken und alles. Warte. Ich muss da raus! So, die kommen jetzt, ne? Da kommt die Horde. Ich muss jetzt nicht mit denen kämpfen. Ich kann einfach jetzt weggehen. Wieso geht's da so langsam? Kann ich hier lieber so nach so einem Honig gucken oder so? Kein Honig, ja. So, das wieder zurück. Der ist durstig, meinst du? Trink doch mal was. Essen müssen wir auch. Wir haben nichts zu essen. Doch, da haben wir doch was, ne? Das ist immer genau richtig, ja. Was heißt genau richtig? Wir haben viel zu wenig zu essen. So, zurück. Zum Händler. Hoffentlich hat der jetzt da was zu essen da, ne? Komm, lauf. Wir haben nichts mehr zu essen, echt. Das ist echt übel. Und eigentlich muss ich jetzt da noch schon voll die Base bauen. Für die Blutmondnacht. Da muss ich ständig irgendwie noch was für Essen besorgen, ne?
Wir sind schon den ganzen Tag unterwegs für Essen. Trotzdem ist das so knapp. Eigentlich musste ich jetzt 2 Tage lang nur meine Base bauen da. Aber wie soll das denn gehen ohne Essen? Hast du Honig? Das war ja klar. Zehn Minuten, dann hat er das weg mit dem Fuß. Okay, der ist da schon mal wenigstens in Sichtweite. Tja, manchmal hast du voll Pech, ne, mit dieser Grabe-Mission. Buddelst du da alles weg? Findest nix. Jetzt können wir hier ein bisschen plündern. Das eine oder andere Ei. Nix. So, ab zum Händler. So, erstmal gucken wir mal, ob der was zu essen hat hier. Dose. Kaufen. Butter, Tee, Yucca-Saft. Das nehmen wir auch. Kaufen. Auch das Wasser. Butter, Tee nehme ich auch mit. Alles. Okay. Oh, wir haben 1017 Leben, ne? Klar, wir haben alles da weggebuddelt. So, hier hast du deine... Okay, dann gib mal Antibiotika. Alles klar. Abschließend. Hast du noch irgendwelche Aufgaben? Du. 1,4 Kilometer. Okay, vergrabene Vorräte im Osten. Im Süden abholen. 900 Meter. Was... Das ist im Norden, Nordwesten. Wir nehmen das jetzt erstmal an. Okay, dann fragen wir dich nochmal. Darf ich in dein Inventar sehen? Tierfett hat er. Das nehmen wir auch mit. 36 kostet 1. 60 kostet 1, was? 5 Nahrung, Gesundheit aber 3 runter. Peace be with you, my friend. Genau, my friends. Ach, das ist hier direkt da am Anfang schon fast, ne? Okay. So, nichtsdestotrotz. Alles leer hier. Leer gelootet. Gehen wir wieder zurück. Kaputten Bein. So, die Dose kannst du ja essen, ne? So, benutzen. Trinken auch direkt hinterher. Ganze Zeit bist du hier nur am Trinken und am Essen. Ich guck mal, ob er das irgendwie abschalten kann. Ne? Kann man sich besser auf das Spiel konzentrieren. Ne? Ich hätte jetzt schon voll die Base gebaut. Da hab ich schon voll die Ideen. Echt. Das muss ich hier mit Essen und Trinken umschlagen. Okay.
Gehen aber trotzdem jetzt nach Hause und lassen da die Sachen. Dann machen wir uns Richtung da hinten klar. Was haben wir hier alles gesehen? Das war ja auch. Ja, ja, ja. Direkt wach, ne? War das ein Hund? Nein! Oh, wenn das ein Hund ist, dann haben wir direkt verloren. Alter, der hat uns sowas von... Der hat uns infiziert, was? Blutungen... Ach, was? Scheine auf meinem Bett. Ist doch gar nicht mal so schlecht, wenn wir sterben. Dann ist alles weg. Wir sind voller Leben, voll Gesundheit. Genau, so machen wir das. Wir lassen uns extra sterben. Guck mal, die ganzen Infektionen sind weg, alles. Kannst dir ja alles sparen, den ganzen Honig, ne? So, spring mal rüber. Fuß ist wieder okay. Alles ist weg. So, jetzt sind wir einigermaßen in Sicherheit. Ich wollte jetzt eigentlich hier voll die Mauer bauen hier. Die Anlagen, weil das haben wir ja auch noch gekriegt hier letztens, ne? Wo war das hier? Das hier, ne? Das ist ja so eine Selbstschussanlage. Oder? War das nicht sowas? Da kannst du die so hinstellen und dann macht ihr das automatisch, ne? Das haben wir gefunden. Ha. So cool. So, ich tue das mal wieder weg. Nicht im Medizin-Ding, sondern ist auch egal wo. So. Alles klar. Wir machen hier eine Pause mit dieser wunderschönen Aussicht hier. Motel. Sage ich danke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.